Die zwei wird zum Gruße. Wie schön, endlich freundliche Gesichter zu sehen. Eila hat bereits gesagt, dass ihr kommen wollt. Aber über diesen Streitwagen wurde ich nicht informiert. Warum führt ihr die Zeichen der Glorana mit euch? Die Zeichen haben wir abgeschliffen. Warum führt ihr die Zeichen der Glorana mit euch? Der Streitwagen dient der Tarnung. Er ist ein Beutestück, das wir abgenommen haben. Unsere Mission wird uns weiter nach Wahrung führen. Aus diesem Grund benötigen wir eine Tarnung. Ja, dass ihr nach Wahrung wollt, habt mir Ayla wohl gesagt. Ihr wird wohl noch einige Tage brauchen, bis sie dann hier vor Ort ist, aber zumindest die Fasare haben sich hier angeschlossen. Sie wird dann demnächst von Zorgern übersetzen. Umso besser, dann haben wir noch Zeit, uns zu sammeln. Davor stellen neben mir Darius von Greifenfort. Er ist selbst ein Priot wie ihr. Und dies ist die Kasernenkommandantin Tuminka Jeninen. Eine Freude, Sie alle kennenzulernen. Eldan Gorbas. Ihr seid Eldan Gorbas. Habt ihr schon von mir gehört? Ich hoffe nur Gutes. Aber wir haben von euch gehört. Ich bin begeistert. Eila sagte mir, dass ihr mit auf der blutigen See wart, mit der Arche. Müsst ihr der Archenkapitän sein? Das war ich meines Zeichens natürlich nicht. Das wäre dann wohl eher ich gewesen. Habt ihr Ahmad Shadar al-Bakra auf dem Gewissen? Auf dem Gewissen? Das ist eine anschuldigende Aussage. Er starb an eurer Seite. Was tat er? Der Obwohl Staben die Befehle waren, so viel gelebt hat. Die Befehle waren doch eindeutig. Anlegen in Perikum. Befehle an Nrondra Gewalten waren eindeutig. Aber das hier stand nicht unter Kontrolle eurer Kirche. Gut. Dann weiß ich ja, an wem ich bin. Also ich bin Boltax, aber meine Tarnidentität ist Sumox. Ich bin ein Eisgeode, also als Tarnidentität. Ja, Eldan, du siehst, wie wohl Darius und Greifenfurt auf dich zukommt. Das ist ein, ja, wie gesagt, ein Priot. Brannibohrer an den Zeichen, schwarze, lange Haare, fast rötliche Augen und sieht unglaublich gut aus, möchtest du meinen. Legt dir dann so sanft die Hand auf die Schulter. Freund Eldan Gorbas, wolltet ihr euch vielleicht frisch machen mit eurer Gruppe? Wir haben im Süden von hier den Raya-Tempel bei Laternensaum. Wenn ihr mögt, könnt ihr euch dort waschen. Ein ausgezeichneter Vorschlag. Ihr müsst mich unbedingt dorthin führen, nicht dass ich mich verlaufe. Ich wollte euch gerade die Räumlichkeiten zeigen, wenn ihr mögt. Wunderbar. Ich bin ja ein Klotz, was so etwas angeht. Da müsst ihr mich unbedingt führen. Dann folgt mir doch bitte. Ach, hier mein Arm. Hakt euch doch ein. Es ist doch. Er hakt sich ein und ohne dass er auf den Rest wartet, wird Darius von Greifenfurt mit Eldan nach Süden gehen. So eine spannende Stadt. Sehr netter Mann. Wie soll das denn? Ich bin nicht sicher. Kannten die beiden sich? Es klang nicht so. Was soll denn Iolaus sagen? Was soll er denn sagen? Habt ihr das nicht gemerkt? Was? Ach, Isarun, leben und leben lassen. Ja, aber Iolaus ist doch auch einer meiner Freunde. Nun, er ist unser aller Freund, genauso wie Eldan, aber ich verstehe nicht, worauf ihr hinaus wollt. Ach, dieser von Greifenfurt, also, der hat ihn doch ganz eindeutig angegraben. Ich denke nicht. Das ist doch auch vollkommen egal. Wenn, er ist doch erwachsen genug, er weiß, was er tut. Es gibt wohl bessere Orte, jemanden anzugraben als den Kasernenhof. Wir sollten in den Raya-Tempel. Ich will noch einmal zu bedenken geben, wir sollten uns wirklich dringend reinigen. Ja, der Sohn von Doris dort hier, Ahmad, der wohl genauso heißt wie sein Bruder im Schwerte, wird sich zumindest von euch abwenden und wieder auf den Mauern verschwinden, hat keine Lust mehr mit euch zu reden, nachdem es klar ist, wie hier die Fronten sind. Aber die Kasernenkommandantin Tuminka Jeninen kommt dann auf euch zu. Also auch eine Frau Oberst, dementsprechend zwei Ringe über Isarun. Frau Major, willkommen in Beilung. Vielen Dank, Frau Oberst. Seit dem Fall des Lichts, habt ihr selbst in Beilung schon einmal gelebt? Oh, hier habe ich tatsächlich meine Ausbildung noch absolviert. Ich habe hier tatsächlich noch meine Prüfung zur Adepta abgelegt und kurz darauf wurde die Akademie evakuiert. Wir sind umgezogen. Dann willkommen zu Hause. Vielen Dank. Wisst ihr zufällig, ob das Gebäude der Akademie noch steht? Ich würde es zu gern noch einmal sehen.
Ja, stehen wird das sicherlich noch, aber es ist ohne Funktion und dementsprechend wurde es umfunktioniert. In der Nähe des Sesende-Tempels. Ihr kennt euch aus. Ich kenne mich aus. Es scheint nicht viele Zerstörungen gegeben zu haben. Das freut mich sehr. Die Mauern werden stetig erneuert. 5 Meter sind sie dick und wir haben vor allem im Norden einige Kratzspuren, die wohl... Der schwarze Drache hat sich die Zähne ausgebissen. Wir haben zwar vor, wann war das? Über einem Jahr gab es einen Ausfall der Prioten, nachdem dort einige Boronis zu uns kamen. Dabei starb dann das Oberhaupt der Kirche. Schwierig. Unsere Verluste sind vor allem im Geiste. Gerade die Unterstadt im Süden. Sie darbt vor Hunger. Und während sie das sagt, kannst du wohl erkennen, dass es, wenn du dich umschaust, unter den Soldaten, unter den Geweihten keinen einzigen dicken Menschen gibt, sondern sie sind allesamt entweder asketisch oder eingefallen, sehnig, tatsächlich abgemagert. Sie sind alle unglaublich dünn. Man hätte gehofft haben sollen, dass wir die Situation im der blutigen See hinreichend beruhigt hätten. Keineswegs. Keineswegs. Es gibt zwar noch einige Torwale, die sich vor allem in der Unterstadt angesammelt haben, denn die Torwale können tatsächlich hervorragend in der blutigen See kreuzen, aber all die anderen... Ratter al-Sanin ist tatsächlich der Einzige, der das ein oder andere Mal Essenslieferung hier abbringt, aber er hält sich nicht lange hier auf. Nun, mit etwas Glück wird Ayla Vorräte mitbringen. Gehen wir davon aus. Mit etwas Glück wird auch etwas aus Aranien hier ankommen. Ich denke auch, wenn sie von Sorgan aus aufbricht mit einigen Schiffen, dann wird sie sicherlich daran denken. Sie ist eine herausragende Feldherrin. So ein bisschen Punipan, das wäre schon nicht verkehrt. Wir müssen die bucklige Mistkröte in Mendena endlich fertig machen. Eins nach dem anderen. Natürlich, natürlich. Nun, ich würde sagen, der Vorschlag von Ihrer Gnaden von Greifenfurt war nicht ganz schlecht, auch wenn er schon vorgegangen ist mit Eldan Gorbas, aber ihr solltet euch tatsächlich in dem Reihe-Tempel frisch machen. Ihr seht nicht so aus, als ob ihr eine Ratssitzung mitmachen solltet. Niemand, wir sehen aus, als wären wir gerade durch eine Mine gewartet. Eher durch Schlamm. Seid ihr durch eine Mine gewartet? Ja, das war eine wunderbare Sache. Ach, ich könnte euch davon viel erzählen, aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Nicht wahr? Zeigt uns doch einfach den Weg zum Raya-Tempel. Sie winkt dann den ein oder anderen, was ist das, ein Stabsoffizier, Stabsunteroffizier, winkt sie dann heran und der wird euch dann gemeinsam durch die Straßen und Winkel von Laternensaum führen, bis ihr dann am Raya-Tempel antrefft. Verschmiertes, thulamidisch anmutendes Gebäude mit rosafarbenen Marmorkacheln, wo ihr tatsächlich auch schon erkennen könnt, wie Eldan Gorbas dort mit Darius von Greifenfurt in einem Bassin sitzt. Der hat sich tatsächlich auch irgendwie waschen wollen, war wirklich nicht wirklich dreckig, auch wenn er jetzt ebenso durch den Schlamm geprescht ist, aber hat dann wohl gleich die Chance genutzt und sitzt da feixend mit Eldan Gorbas im Wasser. Ja, dann ziehe ich mich aus und setze mich dazu. Boltags, dieses Gebäude, es ist faszinierend. Ja, da habt ihr recht. Das ist unglaublich schöner Marmor. Dieses rosafarbene unterstreicht die Ästhetik dieses Ortes bei weitem. Ach ja, das gefällt mir schon sehr gut. Oh, und wie das Element Wasser hier so schön eingebunden ist. Doch, doch. Ja, durchaus, durchaus. Meine Freunde, ihr solltet euch vielleicht nicht von dem Glanz hier unten der Oberstadt täuschen lassen. Denn wenn ihr einen Blick nach links und rechts werft, könnt ihr tatsächlich sehen, dass das, was die Kasernenkommandantin sagte, wohl stimmt. Sie hungern und darben allesamt. Ach naja, wir wollen ja nicht so lange bleiben, sondern gleich den Drachen die Garaus machen. Und dann wird es sicherlich auch wieder besser mit dem Essen hier. Da bin ich fest von überzeugt. Eigentlich nicht. Ihr seid aber auch immer so ein Schwarzmaler. Nun nennen wir es Realist. Ich denke jedenfalls, dass der Drache keinen großen Einfluss darauf haben wird. Wenn es nicht er ist, dann irgendein anderer, dieser oder jener Nekromant, der den Würgegriff um Beilung aufrechterhalten wird. Der einzige Entsatz, auf den wir hoffen können, wird über die See kommen. Und er, die nicht befriedet wurde... Nun... Das ist unerfreulich.
die Abel mir sagt. Eine Sache nach der anderen. Es ist eine harte Prüfung für die gläubigen Bürger Beilungs, aber ich bin mir sicher, sie werden auch diese Prüfung bestehen. Sie besteht sie bereits seit 7 Jahren. Richtig. Ja, also, das ist doch erfreulich. Also, dass sie die Prüfung, die ihnen offensichtlich auferlegt worden ist, doch immer noch durchzustehen vermögen. Und Beilung wird ihr aller Scheiterhaufen sein, ehe die Stadt noch fällt. Wartet's nur ab. Isurundo sitzt im Unterkleid mit dabei, ja, ne? Ja, ich hätte mir vorher noch jemanden gesucht, der meine Kleidung mal gut durchwäscht und würde mich dann auch dazu setzen, ja. Ja, gut. Sollte mal Isurundo. Ich habe von Abel mir gehört, dass es im Horasreich so etwas wie Badekleider geben soll. Wollte ich nicht davon vielleicht mal eins zulegen? Ich habe noch gar nicht von diesen Badekleidern gehört. Was ist das, Abel mir? Nun ja, es sind hauchdünne Seidengewänder, die von Leuten getragen werden, die etwas, wie soll ich sagen, pikillig sind, die nicht so gut gebaut sind wie ihr. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie absurd. Wieso sollte man Kleidung in Wasser tragen? Ich meine, man möchte ja das wunderbare Element. Ja, manche Leute schämen sich für ihre Körper. Dieser Grund hat uns das gar keinen Grund. Ich denke auch nicht. Nun, jedenfalls ist es doch keine Art und Weise, immer mit der tagelang getragenen Unterkleidung sich ins Becken zu setzen. Was? Wieso setzt man sich denn auch mit Unterkleidung ins Becken? Ihr tragt eure Unterwäsche tagelang? Nun, ich weiß nicht, wie viel ihr mit euch mitnehmt, aber ich bin für gewöhnlich nicht alle 2 Tage in der Nähe eines Waschzubers. Nein, aber man kann sie im Fluss waschen. Nun, so viel Zeit haben wir meistens nicht. Diese Kleidung muss auch wieder trocknen. Richtig. Dann hängt man sie außen auf den Rucksack? Und was tragt ihr dann währenddessen? Wechselkleidung? Was genau ist in eurem Gepäck drin, Asabo? Ich kann euch die genauen Komponenten gleich gerne zeigen, wenn ihr wollt. Ich denke, das wird nicht nötig sein. Sagen wir so, unsere Nasen sind etwas abgestumpfter als eure vielleicht. Meine Nase ist besser als eure. Ihr habt ja nicht einmal den Silber oder das Salz gerochen. Also doch, ja, Jalan hat das Salz gerochen. Aber erst als ich ihn darauf hingewiesen habe. Ach ja, und was ihr immer alle mit Unterwäsche habt, ich verstehe das auch nicht. Da kann das Element der Luft ja gar nicht richtig euren Körper berühren. Ja, wenn man aus dem Schnattermoor kommt, dann hat man sicherlich auch keinen Duft mehr für so etwas. Wir haben schon wesentlich Schlimmeres gerochen als Jalan, der sich 3 Tage nicht gewaschen hat. Also meine Herren, es gibt doch nun wirklich keinen Grund, sich über so einen Blödsinn wie Unterwäsche zu streiten. Woher bitte, Asabo? Schnattermoor. Wo ist das? Schau dich an, kneifst du ein bisschen die Augen zusammen. Es klingt toberisch, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Tatsächlich in Tobrien, da habt ihr recht. Seid ihr unter die Possenreißer gegangen? Sehe ich aus, als wäre mir nach Witze machen zugute. Nein, deswegen frage ich ja. Verleugnet eure Herkunft? Meine Herkunft? Ich bin Bannstrahler. Warum war ich Ritter? Schon immer gewesen. Ja, und wo seid ihr aufgewachsen? Nun, in Tobrien, natürlich. Was fragt ihr überhaupt? Habt ihr vielleicht, während ihr mit diesem Sohn Praios unterwegs war, einen Schlag auf den Kopf bekommen? Ihr wisst ganz genau, dass es weder der erste noch der letzte Schlag auf den Kopf war, den ich jemals erhalten werde. Deswegen trage ich doch Helme. Sagt Jalan, wann seid ihr geboren? Im 1000. Jahr nach dem Fall Vosbarans. Am 2. Tag des Greifenfestes. Und wo? Sagt jetzt bitte nicht in Tobrien. Ich kann mich wohl schwerlich an meine eigene Geburt erinnern. Da habt ihr recht, aber wo seid ihr aufgewachsen? Reine Furten? Meine Schwertleite erhielt ich in Weidner-Strachenstein. Das ist auf der westwärts gewandten Seite der Sichel. Der Blick von Asavo geht rüber zu Isarun. Ja, und Gregor von Weidner-Strachenstein war mein Schwertvater. Gewesen, bis er gestorben ist. Sieht nicht so aus, als ob er lügt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er deswegen lügen sollte. Er muss es tatsächlich vergessen zu haben. Jalan, das ist ja besorgniserregend, wenn ihr euch nicht mehr an Schnattermoor erinnern könnt. Es ist eins von diesen winzigen Ortschaften, durch die wir gekommen sind, die heute nicht mehr existieren. 5 Rechtmeilen verbrannte Erde, Isarun, davon gibt es zu viele. Ja, aber ihr habt davon immer gesprochen. Und auch, dass ihr die Baronie übernehmen wollt. Baronie?
Helmenport liegt nicht in der Baronie Schnattermoor, sondern Sanzerak. Nun, Isarun, vielleicht ist das eine Bewältigungsstrategie von ihm. Ich meine, Yalan hat ja jetzt in letzter Zeit auch sehr viele, sehr schlimme Dinge erfahren. Und nun ja. Steht er unter Schock? Ja, ich könnte mir das gut vorstellen. Wisst ihr, nicht jeder hat so einen gefestigten Geist wie ich oder... Naja, ich. Aber... Ich schätze euren Humor. Ich weiß. Ich bin ein gar lustiger Zwerg. Müssen wir jetzt lachen, so wie beim Zwergenkönig? Ja, ich bin ein mächtiger Eisgeode. Natürlich müsst ihr lachen. Ihr seid kein echter Eisgeode. Ihr tut nur so. Ja, natürlich tue ich nur so. Was ist denn nun euer Punkt? Also der Punkt war der folgende. Vielleicht hat er es einfach vergessen, beziehungsweise verdrängt es, weil er damit eine schlimme Erinnerung verknüpft. Und wir sollten jetzt nicht alte Wunden aufreißen, sondern ihn behutsam daran führen. Ich sitze direkt neben euch, Boltax. Ja. Ich Boltax, sage es ja nur. Wenn ich euch eine, zumindest in meinen Augen, vernünftige Alternative anbieten kann. Natürlich. Der Einsatz meines Kollegen von Bandstaub ist ja gar ungewöhnlich, wie euch vielleicht schon aufgefallen ist. Stimmt. Ihr habt recht, ich war schon viel zu lange. Wo habe ich ihn denn? Ich suche irgendwann mein Beutelchen raus und nehme noch meine Nase Bandstaub. Was? Ich schlag dich in die Hand. Ich könnt ihr das wohl lassen? So viel davon habe ich nicht mehr. Bandstaub verteilt sich im Wasser. Ich gehe sofort aus dem Wasser raus. Verteilt sich direkt im Wasser. Dieser wurde zugeschlagen. Was macht ihr dort? Nee, da will ich jetzt erstmal eine Probe für haben. Ja, technisch gesehen ist Bandstaub ja ein Atemgift. Ist mir egal. Aber keine Gnade für aus der Handschlager. Körperbeherrschungsprobe. Für die Magier. Ja, ja dann ist es egal. Ja, gucken wir mal. Zum Glück bin ich nicht sicher. Würde ich jetzt auf dreckige Fahne Wasser trinken. Aber mir schickes als Punkt. Was hat denn ich? Ich habe schon letztes Mal gestern von der Mine verbrochen. Dann streich dir mal. Was ist das Qualität? Irgendwie A oder Sub-A sein. Warte kurz. A, Intuitionsprobe zur Regeneration von ASP fällt in der kommenden Ruhephase aus. Aber mir verliert 1W6 ASP. Ich kann es mir nicht leisten, irgendwie Quali-F-Pfannstaub zu schnupfen. 5 ASP, die du verlierst. Wenn ihr dich hättet ausreden lassen, wir sind uns in der Priorskirche noch nicht so ganz sicher, was für Auswirkungen diese Angewohnheit hat. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und ich sage es euch, er stärkt den Geist gegen Zauberei. Und den Körper auch, wenn man weiß, was man tut. Yalan, denkt doch einmal nach. Was, wenn ihr als nächstes vergesst, wie ihr eure Waffe schwingt? Das ist doch hanebüchen. Warum sollte ich so etwas vergessen? Es ist ein, warum solltet ihr sehr vergessen, wo ihr aufgewachsen seid? Ja, und ich habe gerade gesagt, wo ich aufgewachsen bin. Brich das nicht an. Am Ende reißt ihr alte Wunden auf. Ich sage es euch, das ist eine Verdrängungsreaktion. Das ist ganz klassisch, wenn er ein größeres Trauma erlitten hat. Ja, dann, ich habe kein Trauma, Voltax. Wenn wir etwas freie Zeit haben, dann werde ich mich aber mit euch gemeinsam hinsetzen und eure Lebensgeschichte aufschreiben. Vielleicht fällt uns dann noch ein, ob ihr etwas anderes vergessen habt, was für eine Relevanz sein könnte. Ich gucke ihn an, als hätte er Lack getrunken. Ich flüste Isarun zu. Neoniten! Das habe ich gehört! Isarun nickt langsam. Ja, das wäre keine schlechte Idee. Ich befürchte, ich musste einen Brief an die Heimat schreiben. Diese Symptome sind doch gar besorgniserregend. Habt ihr noch nie irgendwas Unwichtiges vergessen? Nein, ich habe einen guten Kopf, ein Zwergengedächtnis. Ja, wie hieß euer Vater? Mein Vater... Mein Vater hatte einen Namen. Er hieß... Alrik? Er hieß Alrik. Alrik von Zorgan. Was redet ihr für einen Blödsinn? Und mein Name ist von Zorgan, nicht wahr? Also muss mein Vater auch so geheißen haben. Ihr seid ein Greifenmund von Schnattermoor. Ein was nun? Greifenmund, das ist mein Name, ja. Mittlerweile wohl Goldhand, aber ja. War noch nie in einem Schnattermoor. Ja, jetzt lügt ihr aber. Ich werde mir das in einer ruhigen, vielleicht heute Abend oder so, werde ich mir das nochmal ansehen und dann vielleicht finden wir ja den Grund, warum ihr so redet.
Dieser Runde mit Pranas Strafen im Auge, würde ich euch irgendwie so etwas Banalem anlügen? Ja, es war nicht die Wahrheit. Selbstverständlich ist es die Wahrheit, sobald ich hier stehe. Und die Wahrheit, wie ich sie kenne, auf jeden Fall. Ja, wie ihr sie kennt, wie ihr euch erinnert. Aber offensichtlich habt ihr Sachen vergessen. Ist dies vielleicht eine späte Strafe Borons für das Zerbrechen seines Stabes? Oh, wohl kaum. Eine gute Theorie. Als der Stab zerbrach, kamen dem Drachen die Erinnerungen zurück. Warum ihr habt den Stab von Boron zerbrochen? Wir haben einen toten Drachen damit getötet. Ja, Alan, das wusste ich ja gar nicht. Ach, das war überall in der Stadt. Irgendjemand hat zu Jungen bezahlt, die damit Blätter austeilten. Ach, schreckliche Hand. Das war bestimmt dieser Gerstenkorn. Wer ist jetzt wieder Gerstenkorn? Das klingt nach einem Braumeister. Aber also, als ob Gerstenkorn so etwas nötig hätte. Jetzt seid mal nicht albern. Es war vielleicht ein Gräum. Boah, Gräume, pfui. Das kann ich mir gut vorstellen, Isaac, und das kann ich mir gut vorstellen. Nichtsdestotrotz sollte er vielleicht mit einem Boron-Gemeinden reden. Gibt es hier so etwas, euer Gnaden? Ja, während du noch den Brandybohrer ansiehst, der gerade Eldan Gorbas Schultern massiert, könnt ihr wohl erkennen, wie jemand hereintritt, der hier nicht reinzupassen scheint. Ein zotteliger Ferdi, den ihr wiedererkennt, Draco Effadan, der grimmige Geweihte von Abitoste, den ihr damals kurz vor Spogelsen erblickt hattet. Bei Abitoste. Ich hab gehört, dass ihr hier seid. Willkommen in Beilung. Ja. Und wer seid ihr jetzt wieder? Wollt ihr euch denn zu uns setzen? Nein, auch wenn die Wasser mir gefallen, muss wieder aufbrechen, den Radraum säubern, damit wir etwas zu trinken bekommen. Ich tue ja nichts anderes. Dann möge einfach eure Bemühungen segnen. Und Sumu auch. Tut er. Weilung hat den letzten Ferdi verloren. Und so wurde ich einbestellt von Peinefurten. Flüsse säubern, das kann ich. Das wohl. Nun, vielleicht solltet ihr denen das Handwerk legen, die diesen Fluss verunreinigen. Wollt ihr mich verarschen? Naja, das macht er gerne mal. Aber ich glaube, das war jetzt keine Intention von ihm. Ich muss mich für meinen Bekannten entschuldigen. An dieser Stelle, er ist in letzter Zeit bei gar wilden Geiste. Er wollte euch bestimmt nicht persönlich angreifen. Tobimora, Kevum, Tizam, Endram, wie ich sie alle eine nach dem anderen gesäubert habe. Sagt, euer Gnaden, gibt es Neuigkeiten aus Peraine-Furten oder dem sonstigen Weißtrobrien? Sie steht noch. Ich habe wohl gehört, dass es Gerüchte gibt, dass Peraine-Furten gefallen ist, aber dem ist nicht so. Wir wissen noch nicht genau, was wir mit Yol'Gurmak anfangen sollen. Ein Teil der Stadt hat sich wohl in Luft aufgelöst und verschwand im Limbus. Wer herrscht jetzt in dieser Stadt? Wir haben wohl Gerüchte gehört, dass der Werwolfritter seit kurzem gemeinsam mit einem Schwarzmagier der Stadt vorsteht. Es gibt aber noch Gerüchte über einen Dritten. Einen Dritten? Was sagt man über diesen? Ein Mechanikus wohl. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer das ist, aber einige behaupten tatsächlich, dass Leonardo zurückgekehrt ist. Wahnsinn, das kann nicht sein. Und der Meister würde sich niemals solchen Haderlumpen anschließen. Das glaube ich auch nicht. Leonardo ist ein ehrbarer Erwähner. Er hätte keinen Grund zurückzukehren. Das denke ich auch nicht. Die Stelle seiner Knechtschaft wird ihm in schlechter Erinnerung geblieben sein. Doch ist er verschwunden. Vielleicht hat man ihn einmal mehr entführen lassen. Ich glaube auch nicht, dass er gegen Balfamor bestehen könnte. Oder Arngrim. Balfamor. Dann werden wir in naher Zukunft mit neuen Teufeleien aus Yol'Gurmak rechnen müssen. Immer. Der höchste See ist verpestet seit jeher. Auch die Priester der tiefen Tochter, der Säuferin, sie sind ebenso dort am Werk. Was ist mit Sumus Karte? Gehen wir darüber? Sumus Karte gibt es nicht mehr. Oh, nein. Der See ist nur noch Säure. Ah. Und Entwahrung haben sie jetzt über die Brücke einen weiteren Tempel gebaut. Über die Brücke? Über die Brücke von Wahrung. Nach Süden, nach Borobond runter. Direkt in den Radraum leiten sie das giftige Wasser. Sagt, ihr kennt den Radraum. Wo können wir ihn am besten überqueren? Bei Wahrung.
Und sonst? Was? Die Brücke von Beilung nach Borobund existiert immer noch. Bleibt einfach auf der Hauptstraße, wenn ihr nach Norden durchbrechen wollt. Wenn wir nicht Warung uns von Süden nähern wollen, wo würden wir den Fluss überqueren? Gibt es eine Furt? Eine Furt? Nein. Der Radrum ist tief. Und vor allem seitdem die unbarmherzige Säufer in ihre Klauen das Wasser geschlagen hat, sollte man ohne eine Pferde diese Flüsse nicht mehr überqueren. Sie streuen Totenasche hinein. Was auch immer von den Warungern übrig bleibt. Diejenigen, die in der Unterstadt sitzen, versuchen, das Wasser aus der blutigen See zu meiden. Und nun können sie nicht einmal mehr den Radraum benutzen. Lücke Odakris. Ali Odakris. Was ist mit der Radraumbrücke nördlich von Grünau? Steht die noch? Nördlich von Grünau? Ich weiß es nicht. Ich bin erst vor kurzem über die See gekommen. Nachdem der Hilferuf uns ereilte. Und man kann es euch wohl nicht verübeln. Und der Drogur ist ebenso verpestet, bei Elsor. Aber die haben wohl noch Geweihte. Ist alles ein bisschen schwieriger geworden. Der Seeweg über die Torbische See, seitdem Hafax in Südwald sitzt, und bei Sandersand, schwierig. Hafax sitzt in Südwald? Ah, vor allem bei Sandersand. Vor einigen Tagen kam er dort an. Oder waren es sogar Wochen. Er sitzt dort, verschwand in Richtung Korkom und plant wohl irgendwas mit den finsteren Amazonen. Wartet, den wievielten haben wir heute? Den wievielten wir heute haben? Ja. Den 23. Effort. Wir waren länger unterwegs als gedacht. Und es ist besorgniserregende Neuigkeiten. Wie geht er mit Xeran um? Ach, sicherlich feindlich, ich weiß das nicht. Die haben sich wohl nie richtig gut verstanden. Aber es sieht wohl so aus, als ob er nicht in Richtung Beilung angreifen will, sondern nach Norden. Mendena. Wahrscheinlich tut er noch irgendetwas mit den Amazonen und dann bricht der Sturm los.